Endlich Erdbeerzeit. So lecker. Ob schon beim Pflücken zwischendurch eine genascht, zu Hause mit Milch, im Obstsalat oder als Erdbeertorte. Aber was machen Leute mit einer Nussallergie? Denn botanisch gehören Erdbeeren nicht zu den Beeren, sondern zu den Nüssen. Oder genauer gesagt ist eine Erdbeere eine Sammelnussfrucht. Und die eigentlichen Früchte der Erdbeere sind die kleinen grün-gelben Körnchen auf der Oberfläche. Die gute Nachricht, Menschen mit Nussallergie haben kein höheres Risiko für eine Erdbeerallergie als jeder andere auch. Aber aufpassen sollten die Menschen, die eine Birkenpollenallergie haben. Denn Erdbeeren enthalten ein Eiweiß, das dem Hauptallergen der Birkenpollen sehr ähnlich ist. Und so kann es zu einer Kreuzallergie kommen.